close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. Moin Moin Leute, was geht ab? Willkommen zu meinem Kanal. Ich hoffe, euch hat mir das gefallen. Falls ihr das super gerne liked, oder? Wir sind jetzt vor dem Video. Ja. Ist etwas Krasses passiert, und zwar werden jetzt in der Zeit ein bisschen weniger Videos kommen, weil mein linker Simmering kaputt ist von meiner Gabel vorne. Das heißt, sie läuft aus. Das heißt, ich kann jetzt kein Motorrad fahren. Ich kann ja gerne nochmal mit dem guten René ein Video machen, wo ich erzähle, wie das Ganze passiert ist und was am Wochenende nach dem Video noch passiert ist, weil das ist ziemlich genau nach dem Video passiert. Und es ist auf jeden Fall eine geistkranke Sache, die da passiert ist. Das kann ich ja gerne nochmal ein Video drüber machen. Ja, Leute, dann kann ich das Video und viel Spaß. Moin Leute. Was geht ab? Was geht? Willkommen beim neuen Video. Wir freuen uns auf, dass ihr euch wieder eingeschaltet habt. Diesem Kanal. Ja, so Leute. Wir sitzen hier und wir sitzen hier. Ich hab vielleicht. Oh Bruder, meine Füße. Hol mal deine Handschuhe. Ach ja. Ich hab mir gerade Bilder gemacht. Und ja. Sieht dir wirklich sehr gut aus. So Leute, wir haben gerade Bilder gemacht. Das habe ich auch gerade eben schon gesagt. Ich will es aber auch nochmal sagen. Mhm. Stell dir vor, jetzt liegen die Handschuhe hier nicht mehr. Aber ich sehe sie. Ich weiß gar nicht, wo meine Schlüssel ist, Digga. Wir werden jetzt schieben bis nach da hinten, ne? Das hast du schon. So Leute, wir haben neue Insta-Bilder gemacht. Das habe ich auch schon gesagt. Schaut mal alle. Oh! Oh. Hier wird es gerade eingeblendet. Schaut mal alle vorbei. Gerne liken. Und kommentieren. Folgt und die 100 Abos auf Insta voll machen. Die sind bald voll. Dann bald noch 500 Abos auf diesem Kanal voll. Und dann noch, genau, auf YouTube noch 500 Abos. Sind noch, wenn ich jetzt richtig weiß, 12 Abonnenten, die uns fehlen. Ey, warte mal. 18 Abonnenten. Was ist gleich? Ich weiß nicht. Also, warum würdet ihr euch eigentlich gerne an eure Freunde weiterschicken? Ich kann nicht mehr. Du musst schieben. Ja. Ach. Ich hoffe, wir werden gleich noch ein bisschen Kurvenfahren aufnehmen können. I'm just saying, schieben. Oh, was hast du gemacht gerade? Hinterradbremse. Glaubst du, wir kommen hier hoch, dann kann ich jetzt. Lass mal da hochfahren. Ja, dann fahr doch mal hoch, Digga. Das ist mal da hoch. Ja, weißt du jetzt auch, oder? Brauch ich dir nicht mehr beweisen, oder? Nee, das ist jetzt Kanal. Okay. Weil guck mal, da oben sind auch welche Oberkörper frei, die ja, da schon. Ich schieb mich nicht umdrehen, sonst muss ich noch verpixeln. Es ist so, Leute. Wir sind back on the streets. Wir haben gerade ein paar Fotos wir haben gerade ein paar Fotos gemacht. Und ja, jetzt sind wir wieder auf den Streets und jetzt gehen wir noch ein bisschen Kurven fahren. Ich hoffe, dass ich noch viel vom Kurvenfahren aufnehmen kann, weil ich habe noch genau 33% GoPro-Akku. Und niemand weiß, was mit diesem paar Prozent GoPro-Akku noch passieren wird. Ob wir es bis dahin schaffen, ob wir es bis dahin nicht schaffen. Dann seht ihr nur diesen Abschnitt. Das entspricht übrigens der Zeitangabe von 25 Minuten. 25 Minuten? Ja. Okay. Ungefähr. Könnten wir machen. Hä? Könnte was werden. Könnte aber auch knapp werden. Oh yeah. Warte, ich hab ein bisschen so Durst, ne? Was hast du gesagt? Es ist Kanal, es ist beides Kanal. Ich hab's doch gesagt, Mann. Ich kann niemals Schiffe langfahren. Digga, der linke ist viel dünner als der rechte, da kann auch kein Schiff langfahren. Also, wenn wir jetzt gleich dahin fahren zu unserer Favoritenstrecke, ja, dann müssen wir irgendwie im Laufe noch trinken holen, weil sonst verdurste ich. Wollen wir dann nachher noch zum Meckes fahren? Auf deinen Nacken. Ich will eh nichts essen.
so. Ja, dann weiß ich nicht, dann mach ich mir eine Pizza zu Hause, dann passt schon. Oder so. Auf jeden Fall müssen wir was zu trinken holen, weil ich bin so durstig. Aber das können wir ja machen, wenn GoPro sagt tschüss. Ja. Ich hoffe, dass die GoPro jetzt noch so lange aufnimmt. Das wäre auf jeden Fall geil. Das wäre extrem geil. Es ist so warm. Du kannst dir mal, steht hier hinten hinter, da die Zeit, die Akkuanzeige oder auf der anderen Seite? Ich sehe absolut gar nichts. Ich glaube, die ist von innen aus. Ne, man sieht nicht. Aber sie ist an, aber man sieht es auf der Seite nicht. Okay, dann musst du gleich mal auf der Seite fahren. Wobei ich aber auch sagen muss, dass sie in 4K weniger Akku verbraucht hat als in 2,7K und 1080p. Echt? Ich verstehe es nicht. Lass sie links fahren. Das ist wirklich, eigentlich ist das maximal unnötig, also dumm. Nicht nur unnötig, sondern auch dumm. Also es ist schon geil, aber es ist halt absolut dumm. Das Problem ist, dass ich halt in 4K nur so sehe. So, bevor die Leute in die Kommentare schreiben, wann kommt dein erstes Video? Also erstes mit Ton, sage ich euch. Wenn ich mir ein USB-C-Kabel geholt habe und meine GoPro laden kann, dann kommt mein erstes Video. Das mit dem ersten Video haben wir schon öfter gehört, ne? Und die Leute werden mittlerweile schon sauer. Die schreiben mittlerweile schon in die Kommentare, dass du Videos aufnehmen sollst. Nein, habe ich nicht gesehen. Ich habe es aber gesagt. Ich habe aufgenommen. Ich weiß nicht mal mehr, wo dieses scheiß Kabel hin ist. Ich hatte Videos aufgenommen, habe ich dir gezeigt oder erzählt oder Screenshot geschickt. Kamerawinkel so behindert gewesen. Dann habe ich ein neues Video aufgenommen mit dem anderen Akku. Ich gucke, Audio war nicht da. Das ist, dangerous, ich weiß, das ist absolut dumm. Aber bald, Jungs, vertraut mir. Bald. Ich habe aus einer vertraulichen. Hallo? Da kam gerade Befehl aussprechen. Achso, ja, okay. Ich habe aus einer vertraulichen Quelle gehört, es kommt bald ein Video. Wenn ich das USB-C-Kabel habe. Wann lädst du dieses Video hier hoch ungefähr? Hä? Wann lädst du dieses Video hier hoch? Boah, rechts raus. Rechts. Kann ich dir gar nicht genau sagen. Sagen wir so Montag. 4 bis 5 Tagen? Sagen wir Montag. Wir haben aktuell den 10. Dann sagen wir so 15.06., 14.06. kommt dieses Video. Das ist so Donnerstag oder so. Oder Mittwoch oder so. Auf jeden Fall, es kommen bald Videos, wenn ihr dieses Video seht. Vielleicht habe ich da sogar schon eins aufgenommen, man weiß es einfach nicht. Dann musst du dich nur mit dem Schneiden auseinandersetzen und dann... Und dann kommt mein erstes Video, vertraut. Dann musst du dich nur mit dem Schneiden auseinandersetzen, wenn du dich mit dem Jetzt Schneiden auseinandergesetzt hast. Dann kommt mein erstes Video, vertraut mir. Ja, wo bist du? Achso. Weil ihr müsst wissen, ich habe mittlerweile schon so viele Videos geschnitten, ne? Es ist so insane geil. Ich kann einfach schon anhand von der Audiospur erkennen, wo ich schneiden muss. Das ist so geil. Ja, ich auch. Ich kann dir das dann alles beibringen, mein Schüler. Ja, auf entspannt.